Auf ein Muster ist immer Verlass, wenn die Märkte nach oben gegangen sind, dann kommen diejenigen zum Vorschein, die sagen, seht ihr, habe ich doch immer gesagt, die Aktienmärkte, die müssen steigen, die werden steigen, die steigen immer, es geht gar nicht anders. Das sind die Leute, die schweigen, wenn es runtergeht, so wie etwa seit der Jahresbeginn lange Zeit, da tauchen die ab, aber wenn es dann wieder nach oben geht, dann sagen sie, siehst du, ich habe es doch immer gesagt. Jetzt aber ist die Frage, glauben Sie an diese Rallye oder ist das so ein bisschen wie mit der Musik auf der Titanic? Die Titanic hat den Eisberg längst gerammt, aber die Musik spielt weiter, bis man dann plötzlich merkt, hups, wir haben hier ein bisschen Wasser an Bord, wir haben schon nasse Füße und das Schiff beginnt zu kippen. Kippen wir jetzt, denn die entscheidende Testphase, die steht uns wohl jetzt noch bevor. Aber schauen wir uns das Surrounding, schauen wir uns die Dinge mal an. Ed Yardini, sehr respektiert in den USA, sagt, siehst du, es ist doch ein Bullenmarkt, nach wie vor ein Bullenmarkt. Es ist sogar noch früher gekommen, als wir gedacht haben, diese Wende nach oben. Wahrscheinlich war der 8. März, als der S&P bei 4200 Punkten war, der Wendepunkt. Und wir sehen jetzt Upside bis 5000 Punkte, vielleicht sogar für das nächste Jahr bis zu 6000 Punkte. Also bullischer kann man die Sache nicht bringen. Und wie gesagt, ja, den ist sehr, sehr angesehen. Schauen wir uns jetzt mal an. Der S&P 500 hat in den letzten 11 Handelstagen 11% gewonnen. Das gab es nur in sehr wenigen Fällen in den letzten 5327 Jahren. Zuletzt im April 2020, dann einmal im Oktober 2011, März, Juli 2009. Und das erste Mal Oktober 1974, interessanterweise 1974. Wenn wir uns jetzt mal diese Rallye in einem historischen Kontext anschauen, nämlich die Rallye im S&P 500, dann sehen wir diese 10-Tages-Rallye, die wäre jetzt in einem Bärenmarkt. Wenn wir es mit einem Bärenmarkt zu tun haben, das ist ja nicht geklärt, ob es ein Bärenmarkt ist oder wirklich ein intakter Bullenmarkt, der mal kurz nach unten gekommen ist. Eine Faustregel lautet, wenn die Amerikaner in eine Rezession stürzen, dann ist der Bärenmarkt deutlich tiefer und ernsthafter, als wenn das nicht passiert. Wir sehen auch in Phasen, wo die US-Wirtschaft nicht in einer Rezession ist, durchaus immer wieder Korrekturen, aber nicht einen wirklich ernsthaften Bärenmarkt, aber mit einer Rezession ist das so. Aber, Schwamm drüber, wenn wir uns also hier anschauen, wäre es ein Bärenmarkt, dann wäre diese Rallye in der 98. Perzentile in dieser Bärenmarkt-Rallye, es würde also nur 2% geben, die noch krasser gewesen sind. Aber jetzt aufgepasst, wenn es sich nicht um eine Bärenmarkt-Rallye handelt, wir also nach wie vor in einem Bullenmarkt sind, dann wäre es die 99,5% der Perzentile. Das heißt, wir würden dann nur ein halbes Prozent von 100 Rallyes gesehen haben, die stärker sind. Also das ist schon ein interessantes Phänomen. Und interessant ist auch, dass wir einen völlig krassen Unterschied haben zwischen der Volatilität der Aktienmärkte, die im VIX unter anderem gemessen wird, die ist ja deutlich zurückgegangen, und auf der anderen Seite die Volatilität in den Anleihenmärkten, der sogenannte Move, deutlich nach oben gegangen. Also völlig andere Szenarien am Anleihenmarkt, Turbulenzen, massive Liquidität, Abverkauf der Anleihenmärkte mit steigenden Renditen an den Aktienmärkten und wird schon alles, wir haben kein Problem. Und wir sehen hier den GFSI, das ist ein Stressindikator für die Aktienmärkte, und wir sehen, der ist jetzt praktisch sogar etwas tiefer als zu dem Zeitpunkt, als Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Der S&P 500 hat seitdem 6,7% gewonnen, und natürlich, die Welt ist eine viel bessere geworden seit diesem Einmarsch. Die Rohstoffpreise sind gesunken, überhaupt ist ja alles ganz toll geworden seitdem. Also von der Seite her müsste man vielleicht mal die Frage stellen, naja, was ist da los? Und manche tun das, etwa Morgan Stanley, die sagen, guckst du mal diese Rallye an, wir misstrauen der, wir halten das für einen temporary blip, also praktisch für etwas, was nicht nachhaltig ist. Man wird wieder sehr stark zur Hawkishness der Zentralbanken zurückkehren, so sagt der JP Morgan, also sich auf die geldpolitische Straffung der Zentralbanken fokussieren. Jetzt hat Bostic übrigens nochmal gesagt, FED-Mitglied, ja, wir können die Zinsen anheben, ohne eine Rezession zu verursachen. Good luck with that. Nein, ihr könnt es nicht. Wir sehen jetzt übrigens, wenn wir die Märkte mal kurz streifen, der Tech-Sektor, 10-Tages-Advanced-Decline-Linie, jetzt so überkauft wie in den letzten 12 Monaten nicht mehr. Und auffallend auch bei dieser Rallye, die Junk-Bonds machen nicht mit, also diese Unternehmensanleihen mit
schlechter Bonität, die der Risikoparameter sind meist schlechthin. Wir haben also eine Divergenz zwischen der Erholung am Aktienmarkt und der nicht erfolgten oder nur sehr zögerlich und sehr schwach erfolgenden Erholung am Junkbond-Markt. Woran kann das liegen? Dazu gleich mehr. Aber schauen wir uns zunächst mal an, was hier passiert. Gestern wieder relativ dünnes Volumen, also diese Aufwärtsbewegung ist nicht so von wirklichem Saft getragen. Most Shorted Stocks waren gestern wieder im Fokus und natürlich, wie Sie unten hier sehen, die Meldung Russland-Ukraine-Headlines, hurra, 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 wir haben Frieden, wir haben Waffenstillstand, ist natürlich alles Bullshit, ist nicht der Fall, es geht weiter. Und schauen wir uns mal dann eine Aktie an, die ja seit Tagen nur noch steigt, 10 Tage glaube ich jetzt in Folge, eine Apple, das ist übrigens hier, wie Sven Hendrik zeigt, eine Quarterly Candle, also eine Quartalskerze, sieht ein bisschen merkwürdig aus und ein bisschen krass aus. Also da ist durchaus die beste aller Welten eingepreist. Hier sehen wir mal auch von Sven Hendrik den VIX, also die Vola. Ich hatte vorhin gesagt, die Vola der Aktienmärkte runter. Die Vola, wenn man so will, der Anleihenmärkte, gemessen im Move, deutlich nach oben. Und wir sehen, ja, da sind wir jetzt so überverkauft mit einem so niedrigen RSI wie schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr. So stark wie seit 2016 nicht mehr. Gleichwohl könnte der VIX noch ein bisschen fallen in diesem oberen Chart und im unteren Chart sehen wir mal den VIX auf Wochenbasis und der impliziert etwas sehr Unschönes, über das wir alle nicht gerne nachdenken wollen. Das ist eine inverse Schulter-Kopf-Schulter mit einem Kursziel von 170. Wenn der VIX bei 170 ist, dann müsste die Lage der Welt schon ziemlich miserabel sein, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wir wollen hoffen, dass das Kursziel, das sich in diesem unteren Chart andeutet, nicht kommt. Aber was sich klar andeutet, ist eine US-Rezession. Gestern 2- und 10-jährige US-Anleiherendite, das erste Mal seit 2019 invertiert. Jetzt hat die Fed ja gesagt, oh, vergesst diese 2- und 10-jährigen Zinskurven, ist gar nicht so wichtig. Der Bondkönig Jeff Gundlach sagt, doch, sie werden euch jetzt versuchen nachzuweisen, dass das nicht wichtig ist. Es ist wichtig, es ist ein Zeichen für eine Rezession, also glaubt ihnen nicht. Gestern Nacht dann auch Aussagen von James Bullard von der Fed, also ich will, dass die Zinsen bis Jahresende über 3% ansteigen. Aber schauen wir uns mal diese Invertierung von Zinskurven an. Hier hat Sherwin Blockland eine sehr schöne Aufstellung gemacht. Jedes Mal, wenn die Zinskurve invertiert ist, kam es zu einer Rezession. Allerdings mit einem zeitlichen Abstand. Das letzte Mal 5 Monate, das war im Februar 2020. Davor 24 Monate später, davor 34 Monate. Durchschnittlich also 19 Monate später, das wäre praktisch 1,5 Jahre. Man kann vermuten, dass diesmal die Dinge ein bisschen schneller gehen, weil die Zeit sich schlichtweg ein bisschen schneller fortbewegt, hat man den Eindruck, eben in der Informationsgesellschaft manche Dinge ein bisschen schneller passieren. Jetzt schauen wir uns mal an, wie die Amerikaner ihre finanzielle Position für die Zukunft werten. Und zwar erwarten 32%, also ein Drittel, dass sie davon ausgehen, dass ihre finanzielle Zukunft schlechter sein wird. Das ist der höchste Wert jemals in der Geschichte, hier in der Umfrage der University of Michigan. Und jedes Mal, wenn wir an einem solchen Stand sind, dann kam es zu einer Rezession und oder auch einem Bärenmarkt. Das gleiche gilt für das Verbrauchervertrauen des Conference Boards. Es gibt ja 2, Uni Michigan und Conference Board hier. Die Zahlen kamen gestern raus. Eine so krasse Divergenz zwischen aktueller Lage, die noch ganz gut eingeschätzt wird, und zukünftiger Erwartung, die miserabel eingeschätzt wird. Und Erwartungen schaffen ja sozusagen Fakten, weil man setzt seine Erwartungen, die man für die Zukunft hat, in der Gegenwart schon um. Also wenn ich erwarte, dass die Zukunft nicht gut aussieht finanziell, dann fange ich jetzt an zu sparen. Und das sind also Dinge, die in der Praxis wirkmächtig werden. Und wir sehen hier, Ottavio Costa verweist darauf, dass dieser Spread, diese Divergenz so krass war, wie zuletzt vor Blasen der Tech-Blase, sogar höher ist als vor der Finanzkrise und ebenfalls der Rezession 1973-74. Also vorhin hatte Morgan Stanley gesagt, also wir halten das für ein temporary blip, diese Rallye. Also praktisch für etwas, was nicht wirklich lange anhält. Und man hat gesagt, man wird sich auf diese hawkische Fed wieder fokussieren. Aber vielleicht müssen wir uns weiterhin auch auf den Ukraine-Krieg fokussieren, denn diese Jubelmeldungen, die sind nach meiner Auffassung nicht sehr hilfreich. Jetzt hat Zelensky gesagt, only a concrete result from the talks can be trusted. We see no reason to trust words from certain
Representatives of a power that continues to fight for our destruction. Also schon erste deutliche Zweifel von Zelensky etwa. Das Pentagon sagt, wir sehen zwar einige Bewegungen, halten das aber für ein Repositioning, nicht für ein Withdrawal, also für eine Repositionierung, nicht für einen Rückzug der russischen Truppen. Jetzt hat ein EU-Diplomat gesagt, es wurde eine EU-Einrichtung in der Ukraine beschossen. Auch Kiew sieht den Truppenabzug nur als Umgruppierung. Und es gibt Berichte, die ich in der Realität nicht beurteilen kann. Jedenfalls sah man Bilder davon, aber man weiß ja nie, wer geschossen hat. Dass Wohngebiete in Luhansk beschossen wurden mit vielen Verletzten. Also, summa summarum, dieser Ukraine-Krieg ist alles andere als vorbei. Und diese gestrige Rallye basierte ja irgendwie auf der Hoffnung und dem Glauben, dass diese Geschichte vorbei ist. Aber jetzt kommt für den DAX vielleicht eben dieser Titanic-Moment, nämlich dieses russische Gas. Das wird ja morgen sozusagen finalisiert, muss finalisiert werden durch die russischen Firmen wie Gazprom, die sagen, okay, wir stellen jetzt den Vertrag um auf Rubel. Das wird der Westen sehr wahrscheinlich nicht mitmachen. Jetzt sagte Russland, so sagt es die russische Businesszeitung Kommersant, dass auch die Grain Exporters, also die Weizenexporteure möglicherweise auf Rubel umstellen. Also das würde dann einen immer weiteren Kreis ziehen. Und was machen wir hier? Ist unser Wirtschaftsminister Habeck ja nach Katar gereist und hat dann gleich gemeldet, ja, wir haben einen Deal, die Kataris haben das dann bestritten und gesagt, wie, was für ein Deal? Wir haben Lieferverträge mit asiatischen Ländern, wir haben nicht mehr Gas als das, was wir derzeit ja bereits exportieren. Es wird also Jahre dauern, bis Deutschland da mal irgendwas abbekäme, jenseits der Tatsache, dass wir keine LNG-Terminals haben, aber interessant ist, dass die Kataris da Habeck so auflaufen lassen und sagen, ja, welcher Deal denn? Wir haben Lieferverpflichtungen, die halten wir ein, wir halten uns an Verträge. Und interessant ist auch, dass Katar ja diese Sanktionen gegen Russland nicht mitgemacht hat und dass Katar ein ziemlich großer Anteilseigner der russischen Ölfirma Rosneft ist. Also das mal nur so am Rande. Jetzt sinken die Wirtschaftserwartungen in Deutschland. Man hat jetzt seitens der Wirtschaftsweisen oder der Sachverständigenrat die Prognose auf 1,8% nach unten genommen. Bin mal gespannt, ob wir im zweiten Quartal 1,8% erreichen oder eher minus 1,8%. Aber vor allem die Inflationserwartungen um 6,1% oder auf 6,1% nach oben gehoben. Heute kommen ja die deutschen Verbraucherpreise, aber dass diese Geschichte nicht temporär ist, sehen wir vom IFO-Institut. Immer mehr Firmen planen, in den kommenden 3 Monaten die Preise zu erhöhen. Neuer Höchstwert von 54,6 Punkten nach 47,6 im Februar. Vor allem in konsumnahen Branchen müssen Menschen mit stark steigenden Preisen rechnen. Im Nahrungsmitteleinzelhandel sind die Preiserwartungen auf 94,0 Punkte gestiegen. Der Angriff Russlands auf die Ukraine treibt nicht nur die Energiekosten in die Höhe, sondern auch die Preise vieler Agrarrohstoffe. Also wir sehen nichts temporär, das wird noch weitergehen, wird sich weiter beschleunigen. Kommen wir noch mal kurz nach China. Hier sehen wir eine Rallye in dem Property-Sektor, also praktisch bei den Immobilienentwicklern, die praktisch tot sind. Aber egal, die Regierung versucht, diesen Sektor zu stützen. Eine Stadt jetzt zum Beispiel hat Erleichterungen, Fuzhou, leicht Erleichterungen eingeführt für Immobilienkäufe. Zum Beispiel, dass wenn man schon eine Immobilie hat, dass man dann keine mehr kaufen darf. Solche Regelungen werden aufgehoben. Jetzt sehen wir, dass offenkundig die Livestreaming-Industrie in China jetzt als nächstes dran ist. Immerhin eine Industrie mit einem Umsatz von 30 Milliarden Dollar pro Jahr. Und wir sehen, dass auch die Corona-Zahlen in China weiter nach oben gehen. 8.655 Fälle hat China gemeldet. Jetzt wird die chinesische Winzstadt, das kleine Dorf Xuzhou mit etwa 9 Millionen Einwohnern, dicht gemacht. Zunächst mal für 3 Tage, also nicht nur Shanghai, sondern da geht es auch weiter. Verbraucher sehen Kaufkraft dahin schmelzen, Energiepreise im Fokus. Wenn Sie mal genau schauen wollen, was da eigentlich jetzt los ist in Sachen Konsum, in Sachen Inflation, wie da Ihre Lage ist, unser aller Lage, und das geht uns ja alle an, dann hier diese Artikelempfehlung, da mal Details, was genau erwarten die Leute und was genau wird wie teuer und warum, das lesen Sie in diesem Artikel. Jetzt wünsche ich erstmal einen wunderbaren Start auf der Titanic. Es gibt weit und breit keine Eisberge voraus, meine Damen und Herren. Das Wetter ist schön, die Lage ist fantastisch und diese Rallye wird unbedingt weitergehen, denn Stocks only go up. Servus, ciao.